herzlich willkommen. Ey, geil, dass du mit am Start bist, Cornelius. Zurück zu einer weiteren Ausgabe von Gothic 2, die Rückkehr. In der letzten Folge habe ich die Belohnung von Galahad eingefordert. Ich habe mich gegen das Gold entschieden, weil die wahre Magie doch sehr interessant klang. Im Endeffekt war es aber jetzt nicht so interessant, wie ich eigentlich gedacht habe, außer ein, zwei Sachen. Aber schwamm drüber. Jetzt reden wir erstmal mit Lord Hagen. Was geht, Digga? Ich habe schon von dir gehört. Lothar hat mir berichtet, dass du mich sprechen willst. Du bist der Fremde, der das Auge Inos gefordert hat. Ich bin Lord Hagen, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Inos und oberster Befehlshaber von Korinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Voll geil, dass die jetzt diese Inos-Statuette vom Tisch weggeräumt haben, weil ich glaube, es ist sehr vielen Spielern so ergangen, dass sie, statt Lord Hagen anzusprechen, außersehen die Statuette geklaut haben. So, ja. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe, im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt. Wir kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Da steht nur genau. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Inos aushändigen. Das Auge Inos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Bring mir die Beweise und ich werde dir gestatten, das Auge anzulegen. Doppelt hält besser. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Du hast es. Hier. Warum seid ihr nach Korinis gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Was machen deine Männer im Minental? Ich sehe keinen Grund, dir das zu verraten. Was weißt du über das Auge Inos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Inos erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Inos... Ja, das bin ja einer, wo ich... Okay, ich konnte ihn jetzt noch nicht darauf ansprechen bezüglich des Ornamentes. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ins zweite Kapitel, bevor ich die Sache mit Jagd da eigentlich machen kann. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich habe einen Schlüssel, der das Tor öffnet, das ins Minental führt. Aber bevor ich ihn dir gebe, musst du erst einen anderen wichtigen Auftrag für mich erledigen. Was für einen? Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen, dass die Wassermagier ein seltsames, magisches Portal entdeckt haben. Und du wirst bestimmt einsehen, dass ich wissen will, was dahinter steckt. Finde so viel heraus, wie du kannst. Dann kann ich auch gleich sehen, zu was du fähig bist. Erst dann werde ich dir den Schlüssel geben. Ich werde mein Möglichstes tun. Gut, dann geh. Capital Shoe. Return to the colony. So, jetzt die Frage. Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Die Erzminen hier auf der Insel sind die letzten, zu denen wir noch Zugang haben. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren.
Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. Okay, mit der Information können wir jetzt eigentlich zu Gavel gehen. Und zu Balorun. Aber ist jetzt die Frage, was ist denn jetzt mit dem letzten Ornamentstück? Kann ich da jetzt nicht mehr mal quatschen? Hä? Das ist jetzt natürlich ein bisschen seltsam. Warum kann ich ihn nicht fragen wegen diesem Ornamentstück? Glaubst du wirklich daran? Das ist jetzt seltsam. Das war keine große Sache. Hey, du! Ah! Ich erzähl dir doch nichts Neues. Weißt du etwas von einem Steinwesen beim Steinkreis von Lobards Hof? Allerdings, wir haben es zerstört. Es hat die anliegenden Bauernschaften bedroht. Warum fragst du? Findest du das normal? Findest du das normal? Das mit diesem Steinmonstrum, meinst du? Soviel ich weiß, kümmern sich die Wassermagier darum. Ich denke nicht weiter darüber nach. Wir haben unsere Aufgaben hier in der Stadt und im Minental. Schon klar. Interessant, diesen Dialog hatte ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Interessant. Also die haben jetzt quasi den Dialog outgesourced von Lord Hagen zu Lothar. Interessant. Also hätte ich gar nicht theoretisch zu dem gemusst. Ja, na gut. Aber so wie sich das angehört hat, muss ich sowieso zuerst nach Jakenda, bevor ich ins Wiental gehe. Das ist interessant zu wissen. Zunächst habe ich jetzt aber erstmal die Information wegen dem Paladin, damit kann ich mal zu Gavel gehen und dem das mal sagen. Wo bist du denn schon wieder her? Hey, warte mal ein Minütchen. Was ist denn? Verzeih mir, dass ich dich einfach so belästige. Könntest du mir bitte sagen, ob dir meine Nichte Gritta in der Stadt über den Weg gelaufen ist? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Verstehe. Na gut. Entschuldige nochmal die Störung. Sag mir nicht, du alles hast gut? Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Gab's dafür jetzt eine Quest? Nee. Okay, anscheinend ist Gritta irgendwie abgehauen. Naja, mal gucken. Klar? Ob ich die vielleicht irgendwie in der roten Laterne finde, das wäre ganz witzig. Alter, das wäre super witzig. Direkt in die rote Laterne gehen, Mann. Sie fotografieren. Ich habe eine Kamera. Und fotografieren, das ist ganz toll. auf in die rote Laterne. Ich würde so lachen, wenn die da jetzt wäre, Alter. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Boah, ich dachte kurz. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das wäre ultra witzig, Alter, wenn die jetzt hier rumhuren würde. Ich hab was anderes gehört. Er erzähl dich gar nicht, was ist er wieder typ. Ey, du Schlampe, zeig mir deine Titten. Das war kein Geheimnis mehr. Ehrlich, ich hab selbst erlebt. Schlimme Zeiten sind das. Ja. Das ist doch shit, okay, hätte ja sein können. Und es wird noch siehst du irgendwo mit Sumpfkraut zugekifft, irgendwo in der Ecke rumliegen, halbnackt. Weil die sich den nächsten Schuss geben will. Ach, erzähl mir nicht sowas. Hey, du. Aha. Ich weiß, warum die Paladine hier sind. Wirklich? Erzähl. Die Paladine sind hier, um das magische Erz aus dem Minental zu holen. Nicht, weil die Orks die Stadt angreifen wollen. Sobald sie das Erz haben, werden sie wieder zum Festland zurückkehren. Gut. Wenn du noch mehr herausfindest, lass es mich wissen. Das war doch jetzt alles, was ich wusste. Na gut. Aber das war jetzt erstmal so die Infos. Die wichtigen Infos. Und das wird bestimmt auch Balorun interessieren. Die gleiche Information. Deshalb nehmen wir da auch mal hin. Aber die Frage ist jetzt natürlich, habe ich jetzt hier in der Stadt noch was? Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt alle Ornamentstücke für Jakenda. Und so wie es aussieht, müssen wir halt auch zuerst nach Jakenda, bevor wir ins Minental können. Das ist okay. Da kann ich mit leben. Lernpunktemäßig 10 Stück. Ich würde es erstmal noch lassen, diese 10 Lernpunkte, und dann investieren irgendwie in Zweihand oder so. Mal gucken. Ich weiß auch nicht so richtig. Ich lasse die erstmal, und wenn wir 20 haben, gucken wir einfach mal, worauf wir da gehen können. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt als sinnvoll erachtet, als nächstes zu lernen. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Dementsprechend, ja. Gucken wir mal. So, ich gehe jetzt aber erstmal zur Bruderschaft und rede mit Balorun über die Sache. Vielleicht kann ich ja auch gar nicht mit dem reden, vielleicht muss ich erst nach Jakenda, aber
Ich würde es trotzdem tun wollen. Ich würde es zumindest versuchen wollen. Und danach können wir uns ja nochmal dann zu den Wassermagiern begeben, weil dort haben wir noch zwei, drei Sachen offen. Unter anderem diese Questreihe mit Ben, dem Jäger. Würde mich mal interessieren. Und ja. Ich glaube, das war's schon. Wegen dem schwarzen Troll müssen wir mal schauen. Also, ich schieb das jetzt mal noch ein bisschen vor mir her. Es hatte zwar irgendjemand mal in die Kommentare geschrieben, dass wir selbst mit einem schrumpfen Spruch den ich klein kriegen können und im Nahkampf werde ich den nicht schaffen. Jetzt werden wieder einige sagen, doch, das kann man hinkriegen, so. Und dann werde ich aber wieder sagen, ich bin aber zu schlecht im Nahkampf. Und dann werden die wieder in den Kommentaren schreiben, aber du bist voll gut im Kampf, du schaffst das. Und dann werde ich wieder sagen, nee, ich schaff's nicht. Und dann geht das immer hin und her. Ja, dementsprechend. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie die dickste Rüstung EU West hab und die stärkste Waffe im Spiel und 300 Crit rausknalle, würde ich nicht versuchen wollen, gegen den zu kämpfen. Dementsprechend, ja. Ah, ich muss sowieso trotzdem nochmal dorthin, weil dort wartet ja dieser eine Hüter auf das Herz von diesem Dämon. Können wir dem ja auch noch geben. Aber zunächst erstmal zur Bruderschaft. In der Zeit kann ich mal hier von Welles Kolmogoro einen Kommentar vorlesen. Der hat geschrieben in der Folge 61. Hast schon selbst versucht, das Kraut zu stampfen? Lohnt sich, nachdem man Fortunos Truhe geplündert hat. Er braucht mehrere Versuche, um einen schwarzen Weisen rauszubekommen. Okay. Das heißt, ich glaube für Lester war das, ne? Ich brauchte für Lester einen schwarzen Weisen. Wenn ich den jetzt nicht irgendwo kaufen kann, sollte ich versuchen, den selber herzustellen. Guck mal. Oh, fuck, Alter. Ich bin wirklich der beste Bogenschütze EU West, Alter. Call me Legolas, bitch. Schön. To the prisoner colony. Ja, es wurde ja jetzt neulich auch das Gothic Remake bestätigt. Und ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die Sache ist natürlich, der ein oder andere erinnert sich vielleicht, ich habe mit Merlin zusammen ein kleines Aufrufvideo gestartet. Zu finden auf Merlins Kanal. In dem wir darauf hingewiesen haben, dass ihr eine Abstimmung mitmachen könnt. Welche wir zusammen mit dem Don Esteban aus dem World of Gothic Forum zu dritt erstellt und zusammengestellt haben. Und diese Abstimmung hat weit über 1000 Einreichungen bekommen. Und die habe ich dann an einen der Entwickler zukommen lassen aus dem spanischen Studio. Ein deutscher Entwickler, der dort in dem Studio mitarbeitet, bei THQ Barcelona. Und der hat das an den... Ach, wie hieß er denn gleich? Warte, ich muss das kurz... Der hat mir das geschrieben. Der Chef, der dafür verantwortlich ist. Wie heißt denn der gleich? Der dort sitzt. Reinhard Pollis, genau. Reinhard Pollis war auf jeden Fall davon sehr beeindruckt, hat er geschrieben. Also, wir haben zusammen auf jeden Fall mit dem harten Gothic-Kern, also mit dem harten Gothic-Kern der Community, haben wir es geschafft, eine Marke zu setzen, ein Zeichen zu setzen mit dieser Umfrage und... Ja, wie gesagt, wenn ihr da auch abgestimmt habt, kann ich euch auf jeden Fall sagen lassen, dass diese Abstimmung erfolgreich in Spanien gelandet ist, bei den verantwortlichen Leuten vorgestellt wurde und dass unser Engagement nicht umsonst ist, ja. Und ja, jetzt wurde ja das Remake bestätigt. Ich bin gespannt, was es wird. Es hieß, irgendwas von nächstes Jahr soll es rauskommen, aber das war nur irgendein Klatsch von irgendeiner Games-Zeitschrift. Weil nächstes Jahr wird Gothic natürlich 20 Jahre, dann würde es natürlich mit dem Remake passen. Was willst du? So, wegen der benötigten Informationen. Gut, du musst mich immer auf dem Laufenden halten. Was hast du herausgefunden? Ich konnte einiges über die Gründe für die hiesige Anwesenheit der Paladine herausfinden. Allem Anschein nach war es König Gruba selbst, der sie hierher geschickt hat. Und Lord Haken zufolge ist ihre Mission für das ganze Königreich von entscheidender Bedeutung. Noch etwas. Das magische Erz stellt den wahren Grund für ihre Anwesenheit hier dar. Ohne eine ausreichende Menge an Erzwaffen hat die königliche Armee nicht einmal den Hauch einer Chance im Krieg gegen die Orks. Der ins Minental entsandte Paladin-Trupp sollte die Möglichkeiten hinsichtlich der Erzförderung in Erfahrung bringen. Danach hatten die Paladine vor, aufs Festland zurückzukehren. Hast du noch etwas herausgefunden? Das ist alles, was ich erfahren konnte. Gut.
halte mich weiterhin auf dem Laufenden. Okay. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Seit der Gründung des Lagers ist viel Zeit. Viel hat sich geändert. Daran wird sich nie etwas ändern. Das ist aber wieder so Premium, Alter. Und gab den Menschen. Oh mein Gott, wie geil ist das bitte, ey. Ohne Witz, diese Gothic-Dialogfetzen. Wenn die zusammenhanglos zusammengewürfelt werden, ergeben die trotzdem immer wieder einen lustigen Hintergrund. Das ist so geil. Viel hat sich geändert. Daran wird sich niemals erinnern. Nice, einfach nice. Ja, wie gesagt, also das Remake wurde jetzt bestätigt offiziell vor ein paar Tagen, letzte Woche. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es wird. Momentan ist halt quasi noch die Teamfindungsphase, also die suchen da quasi noch ein paar Entwickler und ein paar Verantwortliche für bestimmte Bereiche. Man kann sich da auch bewerben, ja, aber wenn ihr Bock habt, nach Barcelona zu ziehen, viel Spaß, dann tut das gerne. Aber mal sehen. Also ich bin gespannt, was sie jetzt damit anfangen und in welche Richtung das jetzt gehen soll. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und inwiefern ich da jetzt oder Merlin oder Don Esteban jetzt in die Entwicklung mit einbezogen werden, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich jetzt jemand bei uns meldet. Das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn das angedeutet wurde, aber das kann ich mir beim besten Willen wirklich nicht vorstellen, dass wir da jetzt involviert werden. Aber falls doch, wäre das natürlich geil und da würde ich euch darüber natürlich auf dem Laufenden halten. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt eine Mail kommen wird, die nächste Zeit. Ey, wir haben ein Problem, kannst du uns weiterhelfen? Hä, wo sind die denn? Oh, der kleine Wicht, der hat sich versteckt in einem Baum, nicht schlecht. Aber falls doch mal eine Mail kommen sollte mit einer Anfrage oder so, dann halte ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber wie gesagt, das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Wir mussten zwar unsere Daten und so dort abgeben, Kontaktdaten und so, aber kann mir nicht vorstellen, dass die sich jetzt nochmal melden werden, deswegen. Mir würde es ja wirklich schon reichen, wenn die erhobenen Daten, die wir quasi denen zukommen lassen haben, nutzen und auf Basis dieser Zahlen anfangen auch Fragen, die bei der Entwicklung entstehen, mit zu deuten. Ja, mal gucken. Aber wenn die das schon wirklich nächstes Jahr rausbringen sollten, ja, spielen wir das Szenario einfach mal durch, die machen das wirklich nächstes Jahr Release fertig. Das wären jetzt ungefähr 2 Jahre Entwicklung. Wenn die das 4. Quartal 2021 rausbringen würden, hätten die jetzt 2 Jahre Zeit, das zu erledigen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das innerhalb von 2 Jahren jetzt was Gescheites wird. Also, die sollen sich lieber bis 22, vielleicht sogar 23 Zeit lassen. Auch wenn ein Release nächstes Jahr natürlich sinnvoll wäre, weil dann Gothic halt 20 Jahre alt wird. Aber das wäre, glaube ich, nicht zielführend, wenn die so ein verbuggtes... Ich meine, es würde passen, wenn das Gothic Remake total verbuggt wäre und so. Das wäre eigentlich irgendwo... irgendwo würde ich das nicht mal schlimm finden, weil es halt einfach so der Klassiker schlechthin wäre, dass Gothic einfach total verbuggt auf den Markt kommen würde. Aber ich würde das halt wirklich ziemlich witzig finden. Aber... Nee, ich glaube nicht, dass sie das nächstes Jahr rausbringen würden. Selbst wenn das angedacht wäre, glaube ich nicht, dass man das in 2 Jahren rausballert. Also zumindest würde es dann nichts Gescheites werden, glaube ich. Also ein wirklich gutes Spiel braucht mindestens 3, wenn nicht gar sogar 4 Jahre mit Konzeptionierung und Umsetzung. Deshalb... Und ich meine, die Entwicklung hat ja jetzt noch nicht begonnen. Das Team ist ja quasi jetzt erstmal noch in der Findungsphase und das Team wird ja quasi gerade noch zusammengestellt dort. Also die Informationen, die habe ich sicher aus sicherer Quelle. Und die Entwicklung ist ja quasi noch nicht mal losgegangen. Also die Konzeptphase beginnt ja gerade mal erst. Deshalb, also ein Release nächstes Jahr ist definitiv meines Erachtens nach ausgeschlossen. Und wenn doch, dann klotzen die aber jeden Tag 10, 12 Stunden in den Agenturen dort ran, ey. Aber das glaube ich eher nicht. So. Ja, man könnte das jetzt ja auch mit einer Verwandlung Schattenläufer schaffen, aber ich denke, das kriege ich auch so hin. Ach du Scheiße. Schön auf die Eier. Das muss zwiebeln. Ja, wenn der Crit drin ist, dann ist cool. Sind das nur 2? Waren das nicht 3 immer?
Aber so oder so, wenn das Remake rauskommt, wird es ein Let's Play davon geben, also. Zumal ich schon alleine deshalb, weil ich gucken will, was von unseren Forderungen quasi umgesetzt wurde. So, schön vorsichtig. Hallo, Mr. Zombie-Mann. Hast ja gar nichts mehr an dir dran. Komm doch raus aus deinem Versteck. Ich steck dich gleich wieder ins Grab. Aber jetzt will er sauer wissen hier. Ah. Oh, das war vorsichtig. Puh. So. Oh, lange durchgehalten, der Bursche. So, totes Fleisch, das können wir an Xalas bringen. Paladin-Zweihänder, silberne Schatulle. So. Cool, hier haben wir noch ein Paladin-Schwert. Sehr schön. Das scheint ja eine Paladin-Gruft zu sein oder eine Innos-geweihte Gruft. So, was ist denn hier? Was ist denn das für eine Steintafel? Wenn das plus 1er Steintafeln sind, dann kann ich die direkt usen. Ja, Lebensenergie, sehr schön. Oh, 10 Stück gleich. Kann ich immer gebrauchen. So, Einhandstärke. 2, 3, 2, okay. Kostbare Schatulle. Einige Schätze gefunden. Cool. Einige Schätze gefunden. Geil. Scheint leer zu sein. Naja, nicht schlimm. Die lernen, die kann ich ja auch gewinnbringend verticken. Also, was steht denn hier? Schwerträger Asub Okara. 145 bis 212. Graf Lazar von Siegburg, 156 bis 212. Graf Anib zu Waldfried, 117 bis 212. Freiherr Simbus von Karl, 120 bis 212. Oh, Butterfleisch. Ehrengardist Uta Seranes, 178 bis 212. Schwerträger Dietmar Ukara, 112 bis 212. Der ist 100 Jahre alt geworden? Das finde ich jetzt so ein bisschen unrealistisch. Aber gut, was versuche ich hier mit Realismus anzufangen in einer Welt, wo es Magie gibt, also. Ich meine, sowas wie eine Rune des ewigen Lebens oder so ein Shit, das gibt's ja hier bestimmt. Krass, die scheinen aber alle bei so einer Schlacht gestorben zu sein, wahrscheinlich. So, gab's hier nicht noch irgendwas? Jawohl, hier gibt's noch einen Lederbeutel. Stachel und Elixier der Heilung. Schön, den Teleporter habe ich noch nicht genutzt. So, bevor ich jetzt hier aber mit den Wassermagiern die Ornamente abgebe, das machen wir jetzt noch nicht, ne? Also wir gehen jetzt noch nicht nach Jakinda. Ich will jetzt hier erstmal nochmal mit diesem Hüter reden und dem das Dämonenherz geben. Und ich wollte mich nochmal hier in der Gegend ein bisschen umgucken, wegen dem Ben, dem Jäger Ben, der hier vielleicht gewesen war. Ja, das ist noch offen, die Sache. Das ist ja auf jeden Fall noch offen. Und ich habe so eine Vermutung, wo der hingegangen sein könnte. Hier gibt es ja noch die Höhle, die ganz in der Nähe ist. Wenn man hier direkt rauskommt. Ihr erinnert euch. Mit diesen Golems und dem Schatz. Und ich glaube, ein paar Crawler waren da auch am Start. Warte mal, wir sind doch jetzt zweites Kapitel, ne? Das heißt, Wolf könnte ja doch jetzt die Rüstung fertig haben. Da müsste ich ja eigentlich nochmal hin. Auf jeden Fall, bevor wir nach Jaken da gehen, muss ich nochmal auf den Großbauernhof. So, hier sind auf jeden Fall auch ein paar Viecher neu gespawnt. Aha. Hallo, Mr. Schnappermann. Bin ganz schön von dir angetan. Ach, das mit dem Bogen, das kann ich echt knicken. Kann ich den eigentlich irgendwas nehmen? Ja, die Krallen kann ich den nehmen. Cool. So, solange es nur normale Warane sind, ist alles im grünen Bereich. Oh Gott, es sind auch einige Feuerwarane da hinten neu gespawnt. Aber, nee. Das sollte ich nicht machen. Ich sollte jetzt nichts essen oder trinken. Ich kann auch ganz einfach hier schlafen gehen. So, ich vermute, dass dieser Jäger Ben hier in dieser Höhle irgendwie sein könnte, als Leiche quasi. Das ist so eine Vermutung, die ich jetzt gerade habe, weil was anderes... Also das würde sich zumindest, würde das sich jetzt hier super anbieten, wenn die Entwickler gesagt haben, okay, wir packen die Leiche jetzt hier irgendwie in die Höhle. Fände ich sinnvoll.
Aber gut, nur weil ich das halt so empfinde, muss es ja nicht sein, dass das andere genauso sehen. Man hätte ihn genauso gut auch hier in das Lager packen können, die Leiche oder so. Aber gut. Du hast geschlafen und bist ausgeruht, du Knecht. Oh, Fleischbraten. Kann ich den Mallrat-Keule? Nee, kann ich nicht. 50 Stück, Junge, Junge. Nice. So, jetzt, ich versuche mich mal in der Höhle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier groß von Erfolg gekrönt sein wird, aber ich habe 2 Lederrüstungen. Wo habe ich denn die 2. auf einmal her? Schutz vor Pfeilen, Stärke, Bonus 10. Teleport, oh lol. Da könnte ich mir doch hier eher noch einen Ring. Schutz vor Waffen 3. Ah ja, Dagot, genau. Komm, der Stärke-Bonus-Ring, warum nicht? So, ich probiere mich mal hier in dieser Höhle. Wir versuchen es mal, aber... Oh, da sind schon ein paar Goblins am Schlüssel. Oh, das könnte nicht gut gehen. Na, mal gucken. Wenn ich die schon packen würde, wäre es schon ein großer Erfolg. Oh, scheiße. Hm, 3 Stück. Ich weiß nicht. Oh, die Ruckler. Alter, warum muss denn das gerade so ruckeln? Ah, jetzt besser. Danke. Boah, Gott sei Dank haben wir jetzt eine etwas bessere Rüstung und mehr Lebensenergie. Da bin ich nicht mehr ganz so laurig unterwegs. Aber die Hälfte habe ich trotzdem schon wieder an Leben verloren, ey. Das ist natürlich hart. Ich gehe mich jetzt nicht jedes Mal ins Bett hier legen. Wir haben genug Fleisch, was wir hier aufbrauchen können, mal. Heiltränke sollte ich jetzt natürlich nicht verbrauchen, das ist klar, aber... So, das kann ich jetzt schon mal machen hier. Boah, hier ist gerade so eine Szene, hier ist gerade so ein Loch, wo ich gerade reinlegge. Übel. Dudelulu. So, jetzt bitte Auflösung, danke. Da hinten sind noch mehr. Oha, warte mal, hier ist zu? War das vorher auch schon so? Das ist interessant. Ich glaube nicht, dass dazu war. Oh, der Minecrawler kämpft gegen den Goblin. Interessant. Tja, Minecrawler, die Goblins hier einfach platt gemacht. Hm. Oh, gut. Ich glaube... Digga, hört ihr das? Hey, was geht hier ab? Was passiert hier? Digga, was ist hier? Alter, geht die Welt gerade unter? Scheiße, was ist hier los? Hä? Dude, Alter, ich kapiere hier gar nichts mehr. Alter, was passiert hier?